Ein großer Sieg, Kommandant. Sie haben mir Ihre Verlässlichkeit bewiesen. General. Wir haben es fast geschafft und das Reich zurückgeworfen. Aber ohne unsere Flotte können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Wir sollten den Hafen von Vladivostok zurückerobern. Wieso lassen wir das nicht unseren jungen Kommandanten erledigen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Tschernenko. Das Reich hat dort starke Truppenverbände. Das ist keine Operation für einen Anfänger. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Kommandant diese Aufgabe bewältigen kann. Nein, ich sehe das etwas anders. Ich weiß, Ihren Standpunkt zu würdigen, General, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Ja, das haben Sie klar und deutlich ausgedrückt. Kommandant, in einer Sache hat der General absolut recht. Wir können ohne unsere Flotte diesen Krieg keinesfalls gewinnen. Ja, und deshalb müssen Sie die Truppen des Reichs aus unserem Hafen vertreiben. Ja, also es sieht aus, wir haben wieder eine neue Mission. Vladivostok, Eroberung des Eishafens. Die Truppen des Reichs haben den Hafen von Vladivostok besetzt, den ehemaligen Heimathafen der sowjetischen Pazifikflotte. Als weiteres Zeichen seiner Arroganz wurde dort im Auftrag des Sohns des Kaisers ein kunstvoller Palast errichtet. Wir müssen ihnen zeigen, was sowjetischer Stolz bedeutet, indem wir sie aus unserer Heimat jagen. Zerstören Sie diesen Palast und sichern Sie unsere Küste. Jawohl, verstanden. Weiter. Säubern Sie die Insel von feindlichen Einheiten, zerstören Sie die kaiserliche Aufklärungsbasis und zerstören Sie den kaiserlichen Flottenstützpunkt. Jawohl, spielen. Oh, Kommandant Zana irgendwas. Bevor Sie den Hafen angreifen, ist es nötig, auf dieser vorgelagerten Insel einen Stützpunkt zu errichten. Viel Glück. Jawohl. Ich begrüße Sie, Kommandant. Mein Name ist Jana. Ich werde Ihnen mit den besten und loyalsten Truppen der Sowjetunion zur Seite stehen. Jetzt sollten wir erstmal unseren Hafen von den schamlosen Japanern zurückerobern. Jawohl. Ich zeige Ihnen die Gegend. Okay. Ach ja. Schön, die haben wir gleich alle mal abgeschossen. Ich erledige ihn. So, und jetzt sollten wir hier irgendwie... Was haben wir denn hier jetzt alles mit? Wir müssen mal landen. Bären und... Ja, okay. Das heißt, wird einfach ein riesengroßer Kampf. Das ist okay. Ey! Und wir fliegen. Gott sei Dank sehen die uns nicht. So! Angriff! Ah, und jetzt habe ich jetzt schon die Einheit verloren. Ich bin ja nicht sicher, ob das jetzt hier die richtige Strategie ist, die ich hier verfolge. Ja, einfach mitten rein. Könnte ein Problem sein. Aber Strategie brauche ich nicht. So. Und dafür nicht mehr. Auch das Zeug lassen wir am besten stehen. Weil es könnte sein, dass wir das später noch brauchen. So, zack. Achso, nee. Vernichten wir gleich. Oh. Oh, ich bin tot. Ach ja. Ich bin bereit. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Wir unterstellen unseren Amphibien Stingray ihrem Kommando. Ja, Gott sei Dank, und ich dachte schon, jetzt war's. Das, naja, gut. So, also die erste Seite ist schon mal gesäubert. Dann gehen wir jetzt zur zweiten Seite. Ja, das sind tolle Amphibienfahrzeuge. Das sind Schiffe, denen Füße wachsen, wenn sie an Land kommen. Oh, und mit, die machen mit Blitz. Mit Blitz ist schön. So, vernichten! So, ein paar Einheiten sind noch da und die Raffinerie machen auch noch kaputt. Ja, wunderbar! Schon wieder! Vernichtet sie! Achso. Ja, und das sieht nach einem mobilen Baufahrzeug aus. Ja, ich liebe es. Da. Und wir bauen das mobile Baufahrzeug am besten. Also hier hin. Ja. Von hier werden wir unsere
unser Mütterchen Russland von diesen Imperialisten. Wunderbar. So, und jetzt geht mein Heizstrahler wieder an. Das muss ich jetzt leider ganz schnell hier richten. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht jetzt irgendwie Scheiße baue. Ach ja, ich muss auf jeden Fall meine Raffinerie bauen. Wieso baue ich ein Kraftwerk? Moment, kurz, ich muss meinen Heizstrahler abdrehen. Ach, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Raffinerie, ich baue eine Raffinerie. So, und schon bin ich wieder da und ich lebe noch. Ja, doch, noch lebe ich. Wo sind gegnerische Einheiten? Guardians. Na egal. Auf jeden Fall, wir sehen hier das erste Mal Basenbau. Basenbau ist super. Wartet mal, was ist hier zu tun? Zwei? Eine Kaserne und eine Marinewerft. Okay, verstehe. Stützpunkt, Verteidigung. Jawohl. Ich baue jetzt erstmal hier eine Marinewerft. Kann ich die drehen auch? Ja. So. Jui. Wunderbar. Und eine Flak. Ja, Flak ist nie schlecht. Ja, ich baue mir hier jetzt gerade wieder haufenweise Zeugs. Alter, ich kenne mich hier, ich bin leicht überfordert. Es ist alles irgendwie bunt und... Oh, nee, das wollte ich nicht. So. Juhu, Marinewerft ist fertig. Dann noch eine Kaserne. Kaserne bauen wir hier hin. Ich bin hier gerade echt unkoordiniert, ne? Ein Abwehrgeschütz bauen wir auch hier. So, und jetzt kann ich hier auf der Marinewerft Stingray, Bullfrog und Erzhammer. Ja, Stingray passt. Und noch eine Erzraffinerie oder brauche ich Energie dann, merke ich gerade. General Krukow würde über ihre Niederlage keine Träne vergießen, mein Freund. So ein Fehlschlag wäre für meine Autorität äußerst unerfreulich. Und er würde Krukows Machtgier und Einfluss vergrößern. Machen Sie ihm einen Strich durch. Oh. Oh. Die Rechnung. Einen Strich durch die Rechnung. Ja, natürlich. Mach mal alles. So, wie sieht's aus? Ach so. Gut, das Kraftwerk ist fertig. Ach, herrje. Ah, da könnte man dann landen. Okay. Wo ist meine Stingray? Hier. Ja, vernichten wir die bitte mal alle. Hallo? Nicht alles kaputt machen. Ihr sollt das vernichten. Verdammt. Bauen wir noch ein Abwehrgeschütz hin. So. Und eigentlich wollte ich eine zweite Erzraffinerie bauen. Wie jetzt? Achso, die hat der Computer schon gebaut. Und baue sie eben hier hin. Ja, super. Jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Das ist ja toll. Fängt ja schon gut an. Na, ist gut. Reparieren. 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 Und wir werden jetzt hier wahrscheinlich landen. Also wir gucken uns jetzt hier mal etwas um. Oh. U-Boote. U-Boote ist natürlich hier für Schiffe nicht gut, klarerweise. Aber ich mache gerne hier so Kamikaze-Angriffe. Also, wenn irgendjemand erwartet, dass ich hier nach Strategie spiele, dann müsst ihr euch was anderes angucken. Ich spiele nicht mehr Strategie. Gute Arbeit. Ja. Diese Abwehrsysteme schützen ihren Stützpunkt vor Angriffen. Das ist schon okay. Ja, dann. Bestimme ich ja die Position und verbinde, hebt nur eine Armee aus. Okay, ja, ist okay. Mein Verbündeter soll einfach immer mit mir laufen. Da kommt schon. Ja, genau, das könnt ihr auch mal machen. Wow. So, ich muss jetzt nur kurz die. Ah, wunderbar. Genau, jetzt haben wir diese tollen Schiffe erhalten, weil die sind hier gewesen. Aber jetzt fahre ich nochmal kurz wieder zurück zur Kaserne, also hier zur Marinewerft, weil das ist alles kaputt. Okay, und was haben wir hier noch so anzubieten? Ich denke, ich baue noch sicherheitshalber einen Reaktor. Nämlich hier hin. Einfach aus dem Grund, sicherheitshalber, ne? So, Flak-Trooper und Rekrut. Braucht man so Zeug? Bau abgeschlossen. Ja, schön. Wartet mal, ich habe hier noch meine... Wie geht's? Diese lustigen Dinger.
Die stellen wir auch da mal hin, weil wenn die nämlich hier in der Nähe sind, glaube ich zumindest, werden die Schiffe repariert, oder? Ist das so? Nee, ist nicht so. Okay. Reparieren? Geht das nicht? Das ging doch, oder? Nicht? Na okay. Dann war das wohl hier nicht bei diesem Spiel. Egal. Falls jemand weiß, bei welchem Spiel das war, sagt mir bitte Bescheid. Oder auch nicht. Ich baue auf jeden Fall hier ganz viele Rekruten, weil die kosten nicht viel. Und 5 Flak-Trupper. So. Ja, da kann ich aber nichts dafür. Ach so, ist der schon voll beim... Okay, verstehe. Der ist schon voll beim Angreifen, mein Verbündeter. Verbündeter, so warte doch. Ich kann dir doch hier mit Orbitalschauer helfen. Ja. Kaputt. Na gut, also, so. Ah, da unten sind Kraftwerke. Werden wir gleich als nächstes vernichten. Weil dann haben die Gegner keine Energie mehr und können auch nicht mehr wirklich gut angreifen. Jetzt haben wir ja hier Missionsziele noch. Zerstören Sie die kaiserliche Flottenstützpunkt. Okay. Und was ist da? Zerstören Sie die Generatoren. Jawohl. Machen wir. Zuerst mache ich aber das noch kaputt. Jawohl. Was, unser Stütz... Oh, mein Stützpunkt wird angegriffen. Oh, das ist nicht gut. Ich habe keine Stützpunktverteidigung. Könnt ihr schwimmen? Ich hoffe, ihr könnt schwimmen. Nee, könnt ihr nicht. Okay. Und ihr da was? Nein. Das ist jetzt natürlich doof. Merke ich gerade. Hm. Ja, ist mir klar. Ja, ich überlasse es jetzt mal hier. Die Basis, die wird das schon überleben. Hallo. Ja, kommt näher. Wunderbar. Ja, die vernichten mir gerade irgendwie alles. Aber ist halb so wild. Alter. Ja, das passiert dann, wenn man nicht aufpasst. Dann passiert sowas. Aber ist alles halb so wild. Ich baue noch hier ein paar Schiffchen. Achso, und ich habe die großen Schiffe sind natürlich... Okay, verstehe. Die großen Schiffe sind natürlich keine... Modus. Ignoriert sämtliche Sicherheitsvorschriften, um die Kadenz der Raketenwerfer zu erhöhen. Und ich höre gerade, es donnert ziemlich. Das ist nicht gut. Weil wenn es donnert, da kann es natürlich sein, dass der Strom weg ist. Und so. Muss ich schnell mal... Ach ja. Ich müsste das Krankenhaus mit einem Feldingenieur besetzen. Steht da. Orbitalschauer 2. Ja, jetzt machen wir das Gebäude mal schnell kaputt. Na kommt schon. Ich weiß, dass ich kein Geld habe. Vernichte trotzdem hier die Gegner bald mal. Ja, ich mache immer diese tollen Kamikaze-Angriffe, aber das ist schon okay so. Einfach alles vernichten. So, das auch. Hallo Freundchen, hilfst du mir bitte? Das da. Kommando. Ja, mach selber. Ist okay. Ich will denn eigentlich gar nicht herumkommandieren. So, das ist... Ich habe jetzt hier echt nur noch eines. Okay. Das... Habt ihr das gehört? Das Wasser wird sich rot färben. So, ihr geht da rauf. Und die beiden Schiffchen, mit denen fahren wir jetzt mal da ein bisschen rüber. Weil wir müssen eh gucken, dass wir wieder etwas zu Geld kommen. Achso, und ich habe hier auch noch ein paar Infanterieeinheiten. Du wüsstest ja nicht. Ja, komm drauf. So, Infanterieeinheiten einladen. Und hier in dieses äußerst gut aussehende Fahrzeug kommen dann die restlichen Infanterieeinheiten. Also, wenn es dann aus dem Wasser kommt, danke. Alter, kannst du nicht... Ah, ich glaub's nicht. Das gibt's ja nicht. Du bist auch noch rein, das da. Und ihr beide geht jetzt auf Nummer 3. Und die lassen wir dann daher. Und die werfen dann da raus. So.
beherrschen diese Gewässer. Damit fahren wir doch da hoch. Ah, ich merke gerade, Orbitalschau ist wieder mal fertig. Auf die beiden. Systeme bereit, Feinde der Union werden brennen. Vorwärts! Eine Einheit wird so, das Schiff, geht das? Sie müssen fallen. Na toll. Alle Werfer bereit machen. Na toll. Ja, es ist jetzt genau das, was ich nicht machen soll wahrscheinlich. Weil die kleinen Scheiße hier, die kann ich mit den großen Schiffen, das bringt mir genau gar nichts. Weil die großen, das sind eher Bomber für... Ja, toll, das jetzt habe ich es voll vergeigt. Eine Einheit wird angegriffen, wird gebaut. Einheit verloren. Nein. Stingray. Stingray. So. Spuren bereit. Nummer 1. Fahrwerk aktiviert. Nummer 2. Ja, dann geben wir die Nummer 2. Ist okay. Und wir rücken vor. Nehmen wir hier zu der Kaserne. Oder machen wir das zuerst kaputt? Hier unser Stützpunkt wird schon wieder. Ach ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. Nicht unseren Stütz. Achso, das sind eh genügend Abwehrtürme. Na gut. So. Kamikaze! Alter, die haben jetzt. Die haben meine ganzen Infanterieeinheiten auf einmal getötet. Na toll. Gut. Achso, und da kommen wir jetzt ohnehin nicht rauf. Feindliche Einheiten entdeckt. Also das ist jetzt blöd, da kommen wir jetzt wirklich nicht drauf. Ja, müssen wir wohl oder übel doch ein paar Bullfrogs bauen. Ein Sammler wird angegriffen. Nein, nicht ein Sammler, nein! Meine Sammler in Ruhe. Alter. Nein, wir haben einen Sammler verloren. Wie viel ist da noch? Ah, noch genügend. Ach ja je. Muss ich schnell einen Sammler bauen. Erdsammler. So. So, was kann ich hier Ziel angreifen? Okay. Dann geh du hierher. Wir rufen diese Parasiten aus und nehmen ihr Land. Damit ihr mal der unser Verbündeter auch ein bisschen was macht. Oh, sieh doch. Ich kann hier auch das da machen. Haben wir hier irgendwo Fahrzeuge? Nee. Naja, gut. Machen wir hier die Raffinerie kaputt und das Ding auch da, was das auch immer ist. Da komm schon, zerstören! Nein! Ich kann die nicht angreifen, na toll. Na toll. Ich will das nur kaputt machen. So, zurück. Schnell zurück! Verdammt! Ist der Sammler jetzt automatisch sammeln gegangen? Ja, wunderbar. Ach, ich könnte ja mal wieder alles etwas reparieren. Will nicht schaden. Ja, wie geht's? Wie steht's? Steht gut, geht gut. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bullfrog-Transporter einsatzbereit. Ja, wunderbar. Bullfrog-Transporter töten. Gut, also das Zeug wäre Geschichte. Natürlich ist bei mir auch mal wieder alles fast kaputt. Aber das ist eh nichts Neues. So, jetzt machen wir einen richtig fiesen Angriff von hinten. Hätte ich gesagt, nämlich mit diesen beiden Fahrzeugen. Fahren wir jetzt hier nach oben. Feindliche Einheiten entdeckt. Nämlich hierher. Ah, hier sind auch noch ein paar Schiffchen von mir. Da ist auch noch eins. Ja, und so gefällt mir das. Also mein Partner, der geht hier richtig schön voran. Ich helfe ihm mal. Zack. Das Zeug wird weggehieft. Genau, wunderbar. Ja, gut. Hat ihnen auf jeden Fall Schaden zugefügt. So soll es sein. Feindliche Einheiten entdeckt. Wo? Achso. Bin unterwegs. So, und theoretisch müssten wir jetzt hier
die raufschmeißen können. Ja, wunderbar. Genau das war jetzt mein Ziel. Nehme ich jetzt eine Invasion mit meinen tollen Infanterieeinheiten. Blöderweise halten die Panzer etwas viel aus, aber naja. Nämlich damit hat keiner gerechnet, natürlich. Zack. Jetzt können wir Gebäude von hinten vernichten. Zuerst wird die Energieversorgung gekappt. Ach, und ich merke gerade, ich könnte ja eigentlich ein paar Flak-Trooper machen. Ein paar von denen. Lebt ihr noch? Ja, ist okay. Ein bisschen werden die das schon aushalten. Achso, von denen braucht man nicht so viel, weil mit denen können wir eh dann wieder zurückfahren. Na komm schon. Zack, zack. So, und dann warten wir hier erstmal. Und wir fahren mit den beiden. Ja, komm schon. Hier zurück. Hier auch, ja. Weil ich habe ja noch genügend Geld, so ist es ja nicht. Ja, und was ist jetzt, Freundchen? Hallo? Ja, und der will jetzt nicht mehr, oder wie? Eieiei. Das Ding ist auch irgendwie ein bisschen kaputt. Ach, das schickt man jetzt schnell in Rente. Trollala. Ich muss hier mal meine ganzen Fahrzeuge konsolidieren. Überall stehen irgendwelche Fahrzeuge herum von mir. Also die werden wir jetzt mal hier sammeln, die Schiffchen. Ja, hier. So, die Flak-Trooper sollen hier rein. Ja, und hier rein oder hier rein, geht auch. Egal, irgendwo rein, geht. Ah, rein da. Nervigen Flak-Trooper-Teile. Hallo. Ja, also die Wegfindung, ich hatte das eigentlich besser in Erinnerung. So, ne? Jawohl, das kann ich. Was ist denn jetzt? Rekrut hier. Rein da. Also mit diesem Transporter, da werde ich wahnsinnig. Das Problem ist wirklich, dass zu viele Einheiten am Bildschirm sind. Und das ganze Gewusel, das es geht für mich gar nicht. Rekrut ist kampfbereit. Ja, komm, Rekrut. So. Weil ich plane, nachdem mir mein Partner das ja nicht auf die Reihe bekommt, muss ich den Großeinsatz planen. Ich mache Premierminister stolz. Genau, ich mache Premierminister stolz. Kein Problem. Ja, gut. Ja, ich bin eine Landratte und ich merke gerade, ich habe massig Kohle. Also ich könnte mir massig Stingrays kaufen. Weil es so schön ist. Und ich habe ja schon wieder den Magnetsatelliten, aber der bringt mir momentan noch nicht so viel. Oh, er zeigt mir die Gegend. Habt ihr gehört? So nett. So. Nach oben. Und die werfen wir hier weiter raus und dann machen wir hier mal wieder so einen richtig schönen Überraschungsangriff. So, werft mal alles raus hier. Und ihr fahrt natürlich gleich mal wieder zurück. Und hier machen wir Flak-Trooper, weil wir haben ja genügend Kohle, so ist es ja nicht. Machen wir 20, ja. So. Und jetzt gucken wir mal schön durch. Ja, ich weiß, dass meine Einheit angegriffen wird. Die habe ich ja selber befohlen. Den Angriff. Genau, für Mütterchen in Russland. Wer hilft mir? Der Premierminister wird stolz sein. Beförderung, ich komme. So. Ja, die sind wieder scharf auf die Beförderung. Wir machen mal den Palast kaputt. Ich mache Premierminister stolz. So schnell ich kann. Oder zumindest knallen wir ein paar Sachen rein. So, und jetzt hier die. Ja, das Gute ist, dass wir eine relativ große Truppe haben. Das bedeutet, die knallen das Zeugs relativ schnell ab. Wie jetzt? Feindliche Einheiten? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, jetzt machen wir natürlich wieder die Arbeit, dass eigentlich unser Co-Kommandant machen sollte. Ich habe den doch eigentlich gesagt, er soll hier angreifen. Ich meine, wo sind wir denn? Der macht irgendwas da hinten. Ich finde das echt genial. Ziel angreifen. Dann greift doch bitte das hier. So, ja, und jetzt machen wir hier schnell alles platt. Alles platt. Oh, ich habe kein Geld mehr. Das Ding machen wir auch platt. Und die gehen dann darüber und machen das da platt. Ja, das sollte dann eigentlich das Ende sein hier. Denke ich zumindest. Ja, lustige Gesichter. Also wie lange... Hallo? So, und jetzt bleibt nur noch die Elite übrig. So, der nächste... Das nächste Ziel ist wahrscheinlich der Palast, oder? Die Hafenstützpunkte sind zerstört. Ausgezeichnet. Konzentrieren Sie sich jetzt auf die kaiserliche Garnison und vernichten Sie sämtliche Reichstruppen, die im Hafen sind. Jawohl, wird gemacht. Oh. Ja, das wäre jetzt blöd, wenn ich hier jetzt keine Basisverteidigung hätte. Habe ich aber zum Glück. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was habe ich auch. So. Und Stingray! Blitz. Hui! Ja, der Blitz ist praktisch, weil da werden dann alle manövrierunfähig. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ist da noch irgendwas? Ja, lo, fahrt mal darüber. Ich will wissen, ob da was ist. So. Dann ist wohl nur mehr noch hier der Palast. Ah, da ist noch ein Verteidigungsturm, sehe ich gerade. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Zeit für Ihre Medizin. Vernichten! So, was haben die da? Da gibt's nichts. Okay, ich dachte mir schon. Aber hätte ja sein können, ne? So. Gut, dann. Zurück zum Palast. Aber ich glaube, den Palast, den schaffen wir jetzt auch mit denen auch. Man sieht hier so ganz schöne Zen-Gärten, ne? Die können den auch nicht mehr reparieren, wie es aussieht. Haben kein Geld mehr dazu. Mein Palast? Oh. Rührt ihn ja nicht an. Das werdet ihr bereuen. Oh. Oh oh. Ja, das war jetzt nicht so tolle. Weil der hatte jetzt seinen Palast mit einem... Haha, das Ding habe ich jetzt weggehievt. Der hatte jetzt seinen Palast mit einem Schutzschild versehen. Oh. Gar nicht gut. Alter, was macht der da bitte gerade? Ach ja. Ja, machen wir hier Orbitalschlag. Schon okay. Sollte nicht das Problem sein. So. Oh, Blitzdinger. Und höchste Klasse Infanterieeinheiten ist auch interessant. Aber jetzt sollte das Ding dann kaputt sein. Ich meine, die Schiffchen sind jetzt zwar nicht das Idealste. Amphibienschiffe mit Füßen sind überhaupt sehr genial, muss man sagen. Ja, und der Palast ist Geschichte. Das soll es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Ja, exzellente Arbeit. Der Hafen gehört uns und die Truppen des Reichs ziehen sich zurück. Ja, schön. Yay, Sieg! Siegreich! Ja, und hier sieht man das erste Mal tolle Statistiken. Wir haben hier ja Einheiten. Ja, wir sind leicht abgesackt, weil wir sind halt nicht so gut, ne?
Strukturen haben wir ziemlich gleich viel. Ressourcen. Ach ja, stimmt, die Ressourcen sind ja hier. Die sind ja geshared, die Ressourcen für beide. Ach hey. Oder? Wie war das? Ja, gut. Ist okay. Also, wir gehen mal auf weiter. Nächste Mission.